Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in eine schmackhafte Foodbox und zwar habe ich hier einmal die Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, upsala, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist eine Foodbox, die erscheint monatlich und kostet 15,99 € pro Box und pro Monat. Hier drin enthalten sind 10 bis 15, glaube ich, ja, 10 bis 15 Lebensmittelprodukte. Und wir haben einen Warenwert von immer irgendwie über 20 €. Und ja, genau, ich bekomme sie in der Kooperation, freue mich darüber wie ein kleines Kind, weil das ist auch tatsächlich eine der Boxen, die ich seit Anfang an, und ich mache das Ding hier schon seit 6 Jahren, also ich habe jetzt gerade die Benachrichtigung bekommen, hey, dein Kanal ist 6 Jahre alt geworden, yay, von Anfang an mit hier am Start habe. Und genau, ich habe eine Kooperation, deswegen habe ich nicht nur den Code Claudi, mit dem ihr die erste Box für 9,99 € bekommen könnt, sondern ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in diese wundervolle Juni-Box. Mottotechnisch ist das Ganze jetzt nicht ganz so eskalativ unterwegs, wie wir das so zum Beispiel von den Beauty-Boxen kennen. Aber das heißt nicht, dass der Inhalt weniger wert ist, beziehungsweise weniger cool ist. Apropos cool, die Codebox gibt es auch noch. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung am Start. Hier habe ich noch irgendwie Strohhalme drin. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Goodie. Hier steht auch gratis drauf von Minuto. Das finde ich süß. Trinkhalmset gratis beim Kauf von 3x Minuto. Sagt mir jetzt gerade nichts. Achso, das sind so, steht hier hinten drauf, Mousse Schokolade und Himbeermousse und so. Aber cool. Das hier sind so richtige große Strohhalme. Geil, das sind so richtige Cocktailstrohhalme. Das finde ich ja großartig, Leute. Ne? Die sind wirklich groß, also dick. Also ich habe hier auch immer so ein, ne? Ich habe immer irgendwelche Strohhalme hier drin. Werde ich dann demnächst auch mal verwenden. Mega. Also für mich total praktisch und die kommen jetzt in die Spülmaschine. Waschmaschine wäre nicht so gut. 3 Stück sind hier drin plus ein so ein Reinigungsding und das ist wohl gratis. Cool. Freue ich mich doch drüber, ne? Und Minuto ist auch eine der Marken, die hier wohl drin vertreten sein wird. Hier sind dann die Produkte aufgeführt. Lust auf Sommer ist das Motto von der Unibox. Das finde ich großartig. Ich habe definitiv, alter Schwede, Lust auf Sommer. Und Leute, haben alle das alle drin? Okay, also man hat eigentlich eine Sorte pro Box, Erdbeermousse oder Mangomousse. Und weil ich euch die Box halt vorstelle, habe ich hier sau viel drin. Schreibt mir gerne, falls ihr die Box auch im Abo habt, ob ihr auch so viel von Minuto hier drin habt. Ich finde es großartig. Also, ich habe hier einmal drin, einfach mit Milch oder Wasser kannst du es anrühren, das Erdbeermousse, das ist dieses hier. Finde ich großartig. Und dann kannst du wieder entweder halt so eine Art Pudding, denke ich mal, machen. Also Mousse halt, ne? Wenn du es aufschäumst richtig mit einem Rührstab, Rührbesen, Rührgerät oder als Shake einfach trinken, finde ich mega. Das ist ja cool. Also, wie gesagt, einmal Erdbeere habe ich hier drin. Dann gibt es auch noch Zitrone. Nee, Ananas. Oh, interessant. Das ist wirklich interessant. Ist auch irgendwas mit Kokos hier hinten abgebildet? Spektakulär. Okay. Dann habe ich hier auch noch die Mango-Variante. Oh, Leute, die machen es hier. Die hauen hier richtig raus. Das finde ich großartig. Es ergibt 5 Portionen Mousse, wenn du das machst. Boah. Dann habe ich hier nochmal Mousse au Chocolat. Das ist dieses hier. Da wird mein Freund sich wahrscheinlich mega drüber freuen. Und dann habe ich hier nochmal Himbeermousse drin. Also, krasses Pferd. Finde ich großartig. Freue ich mich. Dankeschön, dass man hier so ein mega Surprise-Paket bekommt. Dann habe ich hier Thin Crisp drin und die haben wir tatsächlich auch aktuell in Anwendung. Die ist die ganze Familie, sowohl Julius als auch Schatzi als auch ich, ne? Sind einfach auch ein gesundes Frühstück oder ein gesundes Abendbrot, wenn man sich da einfach ein bisschen Quark oder Frischkäse oder sowas drauf macht. Das ist halt richtig aus Vollkorn und die sind richtig, richtig lecker, so dünn und die crunchen auch so richtig, ne? Ist halt das etwas andere Knäckebrot, würde ich da einfach mal zu sagen. Ja, extra dünnes Knäcke, herzhaft mit Sauerteig. Ich finde das ganz lecker, weil ich finde so ein klassisches Knäckebrot auch lecker, tatsächlich, wenn man den richtigen Aufstrich drauf macht, ne? Aber das hat nicht so den ultimativen Eigengeschmack.
Dann habe ich hier was drin, wenn es mal so kommt. Das kommt durchaus ab und an mal hier vor. Dass ich vergesse zu essen oder dass ich vergesse zu kochen oder keine Lust habe zu kochen oder Schatzi keine Lust hat zu kochen. Dann hat man einfach, sollte man nicht regelmäßig zu sich nehmen, aber für mal da haben, ist es wirklich geil. Von Ehrmann Foodie. Ein Foodie ergibt einen Meal Redberry Style und die sind gewöhnungsbedürftig vom Geschmack her, ne? Aber ich mag's. Also für mich ist es wirklich eine ganz gute Alternative. Ich habe das leider wirklich häufig, dass ich, keine Ahnung, den ganzen Morgen halt Julius versorge und mache und tue und ihn beschäftige und so weiter. Und dann ist Mittag, dann gebe ich ihm Mittagessen, er macht Mittagsschlaf und dann setze ich mich am PC, bin am Arbeiten und irgendwann gucke ich auf die Uhr so, oh, wir haben es 14 Uhr. Okay, hast heute noch nicht wirklich was gegessen. Dann kommt sowas eigentlich ganz gut, wenn du nicht irgendwie schon was Vorbereitetes im Kühlschrank hast, ne? Ich finde es gut. Dann habe ich hier noch was drin von Fitness, Cocoa Fitness von Nestle. Protein, no added sugar. Ich glaube, das ist mir tatsächlich zu schokoladenlastig. Ich bin nicht so die Schokoladenmaus, ne? Also ich esse gerne hier so meine günstigen M&Ms, also quasi Pindas sind die, glaube ich, vom Aldi, ne? Und das mag ich sehr, sehr gerne. Aber dass ich jetzt so mal klassisch mir richtig irgendwas Schokoladiges, auch so Mousse-Schokolade oder so, das ist nicht ganz so meine Welt, da ist eher mein Freund für zu haben. Und das könnte auch wirklich was sein, worüber er sich freut. Ansonsten kommen auch immer mal wieder unsere Eltern und so vorbei, ne? Da haben wir alle Hand von, weil die alle getrennt sind und neue Partner haben. Also wir haben 8 Stück, 8 Stück Eltern. Und da ist es halt auch super beliebt, dass wenn die hier hinkommen, hier stehen halt auch immer Süßigkeiten und Kram und Snacks und so weiter rum. Und da die ein oder anderen Menschen freuen sich dann immer, wenn dann irgendwelche Riegel auch da sind und so. Und da wird immer hart das gefeiert und gegessen. Dann habe ich hier was drin, da wird mein Freund sich sehr drüber freuen, wobei ich mir die wahrscheinlich auch gerne mal reinpfeifen werde. Von Hudek Cabanos Snacks. Das sind so, ja, nicht Cabanossis. Cabanossis sind ja ein bisschen kleiner, sondern die sind halt ein bisschen größer, diese Würstchen. Ne? 80 Gramm sind hier drin. Und die sind zwar bis Mitte Juli haltbar, also quasi noch einen Monat, aber ich glaube, die werden heute Abend direkt gesnackt. Finde ich cool. Dann habe ich hier von Red Band sowas drin. Ja, die habe ich letztens selber noch gekauft, als wir ja auch hier Geburtstag hatten und so. Das sind einfach original holländische Weingummis in dem Fun-Mix, ne? Da hast du verschiedene Sachen so drin. Mag ich auch ganz gerne. Also Red Band ist bei uns auch ganz gut vertreten. Wir wohnen ja auch in der Nähe der holländischen Grenze. Da ist auch, wenn wir hier so Wochenmarkt haben, ich weiß nicht, ob das wirklich Red Band ist, aber das sind dann halt so große Stände, wo die voller Süßigkeiten und so. Und dann gehen die halt wirklich so mit der Schippe rein und machen dir so deine Süßigkeiten-Tüte fertig. Kindheitstraum, ich sag's euch. Und jetzt kann man da halt einfach hingehen und sagen, ich hätte gerne das und das und das. Oder man hat hier so eine Tüte Red Band und freut sich einen Keks. Dann habe ich hier was drin, das verwenden wir jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein, weil so kreatives Kochen im asiatischen Bereich machen Schatzi und ich jetzt nicht. Bamboo Garden Asia fettreduzierte Kokosmilch, ne? Aber das ist nicht schlimm, weil tatsächlich, wie gesagt, meine ganzen Elternmenschen, die hier so hinkommen, die freuen sich darüber und die sind halt solche kreativen Köpfe. Wenn ich denen das dann so gebe, dann freuen die sich, weil die daraus irgendwelche krassen Gerichte machen. Ne, kann man auf jeden Fall dann verwenden, aber bei uns findet sowas jetzt nicht so unbedingt Anwendung, muss ich gestehen. So, dann habe ich hier passend zur aktuellen Grillsaison, also jetzt heute, wo ich das Video drehe, ist auch das EM-Eröffnungsspiel und beziehungsweise jetzt gerade spielen sie schon und ich drehe noch ein Video, wow. Händelmeier, Senf und Soßen, das ist die Steaksoße mit erlesenen Pfeffersorten und Senf. Ja, sowas wird bei uns auf jeden Fall sehr gut weggehen, ne? Denn wir grillen hier ab und an mal, also wir haben halt auch so einen Grill bei uns auf der Terrasse stehen und manchmal hat man da einfach Bock drauf und dann macht man da einfach ein bisschen was und dann freut man sich. Oder wenn halt Besuch da ist oder so. Und ich finde, solche Grillsoßen, die gehen immer. Auch gerne, wenn die mal ein bisschen was Ausgefalleneres sind. Also die Klassiker, die man sonst so nur im Laden findet, das finde ich immer ganz cool. Ein bisschen was ist hier noch drin. Das ist schön eingepackt. Das hast du meistens, wenn du hier so Glassachen drin hast. Das war jetzt bei der Soße nicht der Fall, aber hier auf jeden Fall. Das war ein Reim, dass die nochmal so ein bisschen eingepackt sind. Das macht auch Sinn. Ansonsten kann das hier zu schnell kaputt gehen. Auch wenn hier natürlich unten drin auch solche Trenner und sowas drin sind, ne? So, dass das Ganze halt nicht durch die Gegend fliegt. Das ist auch wirklich immer gut gepackt. Aber wenn da mal was kaputt geht,
einfach den Kundenservice anschreiben. Die sind da wirklich sehr cool an und sehr schnell. Auf jeden Fall habe ich hier von Barilla ein Pesto mit Basilico e Limone, also quasi ein ganz klassisches grünes Pesto, würde ich mal so sagen. Ja, das ist einfach eine ganz schnelle Geschichte, wenn man sich eben mal schnell Nudeln macht, was hier wirklich öfters mal vorkommt. Und dann mache ich mir ein bisschen Pesto drauf. Wobei da tatsächlich bei uns zu Hause eher so das rote Pesto präferiert wird. Also ich esse auch wohl das grüne Pesto, aber das esse ich dann alleine. Schatzi wird bei rotem Pesto auf jeden Fall mitessen. Ein bisschen Getränke haben wir hier auch noch mit drin. Und ich muss wirklich sagen, die sind jetzt halt auch ein bisschen intensiver eingepackt, als die, als ich das sonst so gesehen habe. Also wir haben das so richtig, dass der Hals hier auch festgepackt wurde und so. Finde ich cool. Fassbrause, alkoholfrei, das nehme ich gleich mit runter, kann ich direkt mal trinken. Ja, Zitrone naturtrüb, das habe ich auch tatsächlich noch gar nicht gesehen, finde ich nice. Und ich mag auch gerne diese Veltins Fassbrausen. Ja, es ist in der Theorie eigentlich eine überteuerte Limo, um das mal so zu sagen. Aber so vom Feeling her, das ist eigentlich blöd, aber ne, wenn man halt auch zum Beispiel jetzt so an diese ganzen EM-Sachen denkt und da dann quasi mit mehreren Leuten zusammensteht, irgendwie auch das zusammen als Rudel gucken oder sowas macht und alle sitzen da irgendwie mit ähnlichen Flaschen, ist es ne, irgendwie vom Feeling her was anderes, als wenn ich mich da hinsetze und dann ein Glas und dann eine Limo rein oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, deswegen ist das halt auch so beliebt geworden, diese ganze Fassbrausen-Geschichte. Einfach, weil du dann auch so eine klassische Bierflasche quasi hast zum Anstoßen. Da sind wir halt einfach so hier in Deutschland, dass tatsächlich sehr viel Bier und so getrunken wird. Und dann ist es halt irgendwie angenehmer für diejenigen, die einfach kein Alkohol trinken wollen, aber sich trotzdem nicht auch ausgrenzen wollen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich so traurig. Bei uns in der Clique ist es mittlerweile sehr, sehr akzeptiert, in Anführungsstrichen. Nein, das ist halt normal, dass, keine Ahnung, viele halt keinen Alkohol trinken, sei es, wenn jemand einfach nicht möchte oder nicht kann, nicht darf oder wie auch immer, ne? Und ich finde es tatsächlich aber immer noch so schade, dass es in der Gesellschaft immer noch so ein Stellenwert hat, dieses Alkoholgedönsen. Klar, es ist manchmal ganz schön, wenn man mit den Leuten feiern geht und einfach irgendwie einfach ne, Bock drauf hat und diesen Vibe fühlt. Aber ich persönlich habe das auch so, wenn ich feiern gehe, kann ich das auch durchaus ohne Alkohol machen. Aber manchmal, also ne, man sollte es halt einfach für sich persönlich entscheiden dürfen, anstatt das aus Gruppenzwang zu tun. Naja, das war jetzt tatsächlich sehr, sehr abgeschweift. Aber deswegen, ich persönlich finde Fassbrause toll und trinke das auch immer ganz gerne. Ja, genau, weil ich in der Theorie ja gar nicht so viel Alkohol trinke, es sei denn, ich gehe halt wirklich mal irgendwie und habe da einfach Bock drauf, wie jetzt letztens zum Beispiel, als wir auf dem 90er-Festival waren und Mädels-Trip gemacht haben. Ne? Das ist halt was, ja, also man sollte es halt einfach nicht aus Zwang, sondern also aus Zwang machen, sondern weil man da einfach Bock drauf hat. Und es ist eigentlich auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich generell. Ne? Aber gut. Ja. Bei uns in der Clique haben wir es Gott sei Dank schon ganz gut durch und auch in der Familie tatsächlich. Aber ich würde mal so sagen, gerade so die ältere Generation, auch so die Elterngeneration, hat dann noch ein bisschen einen anderen Vibe als jetzt so die darauf folgenden Generationen, sei es halt jetzt wir, ne, die so zwischen 30 und 40 sind, oder halt auch die noch jüngeren. Da ist das alles noch ein bisschen was anderes. Man sieht es ja auch zum Beispiel, ich schweife jetzt total ab, ich habe damals mal eine Zeit lang in dem Bereich quasi gearbeitet, wo wir auch sehr viel mit Bier und so zu tun hatten. Da hat man auch immer gesehen, dass die Verkaufszahlen von Bier generell halt total krass zurückgehen und hier diese ganzen Weingetränke und so weiter viel mehr werden, diese eher Genussgetränke und wow, was ein Exkurs hier. Und halt vor allem, was ich richtig geil finde, alkoholfreies Bier zum Beispiel auch immer mehr auch getrunken wird und auch immer mehr gekauft wird. Das ist ganz interessant. Nun, auf jeden Fall habe ich hier noch ein Getränk und zwar ist das Kurkuma Sophisticated Drinks mit Gurke vegan. Das scheint dann einfach ein Gurkengetränk zu sein. Das wird, wenn man das gekühlt trinkt, sicherlich super erfrischend sein. Das finde ich nice. Das passt auch sehr gut. Jetzt gerade haben wir wirklich kein schönes Wetter, aber es soll ja irgendwann hoffentlich auch mal der Sommer kommen. Und ich glaube, da kommt so ein Gurkengetränk wirklich gut, weil so eine Gurke auch sehr, sehr erfrischend sein kann, wenn es halt richtig auch diesen puren Gurkengeschmack hat und nicht irgendwie so übersüßt schmeckt oder so. Das muss man dann mal schauen. Stopp, stopp, stopp. Einen habe ich vergessen. Ist mir nämlich gerade aus dem Karton gefallen. Und zwar von Ostmann Dattel Curry Dip. Eine Gewürzzubereitung. Und das kann man dann machen mit,
keine Ahnung, Beutelinhalt mit Frischkäse und klein geschnittenen Softdatteln sowie einem Schuss Milch miteinander verrühren. Gut, diese Datteln, die hast du dann quasi als Crunch im Mund nicht, sondern als Mundgefühl gedönsen wahrscheinlich halt noch mit on top. Finde ich aber auch eine ganz schöne Geschichte. Curry, nicht immer so unser Ding, aber ich glaube, das könnte auf der nächsten Party definitiv mal eine interessante Nummer werden, weil wir stellen halt auch immer so Rohkostgeschichten hin und auch Brötchen und sowas, ne? Und wenn man dann noch so einen spezielleren Dip mal dazu macht, dann ist es, glaube ich, auch mal eine ganz coole Sache auf der Party oder auf dem Grillfest oder so. Und ja, das war jetzt die Degusta-Box mit irgendwie ein paar Gedankengängen von meiner Seite aus. Solltest du Bock auf die Box haben, habe ich dir einen Link in die Infobox gesetzt. Und mit Claudi kannst du, wie gesagt, halt noch mal ein bisschen was sparen. Ich persönlich finde die Box sehr, sehr schön gemacht. Bis auf die Kokosmilch ist es schon was, wo ich sagen würde, das wird auch alles hier sehr gut zu Hause vernichtet werden. Wir haben jetzt sehr viel, also ich, ne, von diesen Minutos hier drin, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich glaube, dass alle anderen halt nur eins davon drin haben, aber trotzdem hat man hier ja einen ordentlichen Wert und auch, also dahingehend rechne ich ja auch den Gesamtwert dann aus, ne? Und wir haben hier einfach auch schöne Produkte drin, guten Mix, auch an Produkten, die man halt direkt verzehren könnte, als auch Sachen, die man halt kombiniert in irgendwelchen Nahrungsmittelgeschichten, wie nennt man das, Gerichten verarbeiten kann. Was meint ihr zu der Box? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, lass es dir gut gehen, wie gesagt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.